Vielleicht fing alles mit den alten Kochlöffeln meiner Großmutter an. Als kleiner Junge stand ich bei ihr in der Küche, schaute ihr beim Kochen und Backen zu. Einfache Gerichte. Oft herrschte eine kontemplative Ruhe. Der Duft von Hefeteig und Sonntagsbraten zog durch das ganze Haus. Mein Großvater trank Wein aus dem Rheingau. Heute fotografiere ich Essen und Trinken. Vielleicht ist es gerade meine Vielseitigkeit, die mich als Foodfotograf auszeichnet. Mich immer wieder auf neue Herausforderungen einzustellen, Kochbücher für Sterneköche zu fotografieren, aber auch meine Liebe zu ganz einfachen Gerichten zu zeigen. Als großes Kompliment erlebe ich es, wenn man mir spontan sagt, das möchte ich jetzt essen. Dann wiederum wird von mir eine feminine Sichtweise der Dinge gewünscht. Und bei manchen Kunden kann ich meine visuellen Konzepte 1:1 umsetzen. Neue Inspiration bekomme ich, wenn unsere Kinder rufen, Papa, wollen wir mal wieder schön essen gehen? Dann reserviere ich einen Tisch auf den Namen Klaus Arras, BFF Professional in Köln.